Timur Ülker wird demnächst wieder in Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen sein. Für seine Rolle ändert sich einiges. Längere Zeit war Timur Ülker Ende 2023 nicht in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen. Seine Serienfigur Nihat befand sich nämlich bei seiner Familie, nachdem Nihats Vater einen Herzinfarkt erlitten hatte. Der Grund für die Abstinenz: Timur Ülker nahm sich eine zweimonatige Auszeit. Seit Anfang November steht er wieder für GZSZ vor der Kamera. Da in Babelsberg mit einem Vorlauf von etwa 2 Monaten gedreht wird, sollte der Schauspieler wahrscheinlich Anfang 2024 wieder auf dem Kollekiez zu sehen sein. GZSZ: Um Nihat geht es spannend weiter. Wie Ülker seinen Fans kürzlich auf Instagram erzählte, geht es für seine Rolle dann sehr spannend weiter. Er habe nämlich gerade erst Gespräche mit den Autoren darüber geführt, was Nihat in nächster Zeit erwartet. Freunde, das wird schon crazy, aber sehr, sehr interessant, verkündete er. Allerdings könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Details verraten. Auf jeden Fall freut sich Ülker schon riesig auf seine neuen Geschichten. Es wird toll, das zu spielen, weil ich viel aus meiner Ausbildung im Method Acting aus Los Angeles einbringen kann, so Ülker weiter. Außerdem sei es ihm bald wieder mehr möglich, eigene Erfahrungen in das Spielen seiner Rolle einzubringen, wobei er privat natürlich anders handele und reagiere als Nihat auf dem Kollekiez. Im Interview mit RTL verrät er weiter: Nihat ist ein Charakter, der durch seine Intelligenz und Vielseitigkeit besticht, aber zugleich, wie jeder andere, mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert wird. Diese bringen ihn an seine Grenzen. Ich habe bereits die Drehbücher für 2024 gelesen und kann versprechen, dass es ein sehr spannendes Jahr wird. Ohne zu viel zu verraten, möchte ich nur sagen, erwarten Sie das Unerwartete. Ob sich Nihat von Lilly, Iris Mareike Steen, trennen wird? GZSZ-Star Timur Ülker 2024 in neuer Rolle. Und das ist noch nicht alles. Nachdem Ülker mit Nihat Alles auf Anfang bereits sein eigenes GZSZ-Spin-Off bekam, werden wir ihn im kommenden Jahr noch anderweitig erleben. 2024 wird man mich in einer Rolle außerhalb des GZSZ-Kosmos sehen, die niemand so erwarten wird, so der Schauspieler gegenüber RTL. Wir sind gespannt.